Es leckt noch. Es leckt noch. Es leckt noch. Gut, jetzt ist Ding. Also ich werde das noch hinzufügen an den anderen Part. Ich gehe jetzt hier rein, sonst leckt das noch. Oh Gottchen. Fräps, nicht Probleme machen. So, jetzt. Hier drinnen leckt es nicht mehr. Also irgendwie hat Fräps ein bisschen Probleme gehabt mit diesem Gebiet. Hier droppt. Also hier sinkt die Framerate nicht mehr. Das ist immer so glasklar, Fräps ist schuld. Zeugs. Und das mag ich nicht. Da mag ich auch Fräps eigentlich nicht. Aber eben, ich muss es ja verwenden, weil alle anderen Aufnahmegeräte noch mehr Probleme machen. Das ist das Problem. Aber ich werde hier durchrushen. Und ja. Schauen, dass der Endboss von diesem Gebiet den Kauderwelschstein droppt. Weil den fehlt mir noch. Das ist der einzige, der mir noch fehlt. Und das andere Item kann ich noch kaufen dann. Im Akt 2. Ah, hallo, grüß dich. Brauchst du etwas? Die wollte ihn zum Huhn verwandeln, aber das geht bei ihm nicht. Nur so wenig. Bist aber ein bisschen geizig, hä? Okay. Hier müsste irgendwo spawnen. Ist das? Das ist er wahrscheinlich. Ja, das ist er. Ja, es gibt wahrscheinlich auch noch einen zweiten Infos. Denke ich das. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, das reicht eigentlich. Okay, lass mich mal in Ruhe. Wir spielen dann das nächste Mal wieder ein paar Rifts. Durchqueren sie, besiegen dort die Gegner, alles Mögliche, finden gute Schütze. Und ja, ich danke euch für das Zuschauen und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal dann. Ich muss nicht zu dem gehen, ich muss zu dem da gehen. Und die Sachen zerstören lassen. Ja, ist alles schlechter natürlich. Okay, noch reparieren und die reinlegen. Dann schauen wir noch kurz, ob ich den anderen hier drin habe. Den anderen schlechter. Nein, habe ich nicht. Also dann werde ich ihn weg damit. Da drin platzieren. Und werde dann bis zum nächsten Mal ein bisschen Platz hier machen. So, also. Bye. Was hat er denn für einen Helm jetzt? Rötlich. Den müsste ich auch noch schwarz färben. So, jetzt ist aber gut. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und bye. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, ich habe Akt 1 und Akt 4
Kopfgeldaufträge gemacht und habe hier eine Unique-Klinge gefunden. Zwei Unique-Pläne, also Legendary. Dann noch eine gute Handschuhe, die ich aber leider wegen dem Kane-Set nicht anziehen kann momentan, bis ich das MF nicht mehr brauche. Und ja, ein Paragon-Level, oder das ist zwei. Ich glaube, es waren sogar zwei. Okay, dann identifizieren wir das Schwert, das kenne ich, das habe ich schon mal gehabt. Das haben wir, glaube ich, auch mal ausgerüstet. Und es ist schwächer. Okay. Aber macht nichts. Das tut gut, wenn wir das finden, das cool aussieht und so. Okay, einen besseren Schulterpanzer. Und sonst nichts, okay. Wir schauen gleich die Pläne an. Ich will jetzt noch kurz den letzten Kopfgeldauftrag vom Akt 4 machen, damit wir die Belohnung noch abholen können. So, noch ein paar Gegner besiegen. Ah ja, ich spiele auf normal, weil ich Bombardement rausgetan habe, damit ich ein bisschen schneller laufen kann. Mit dem Streitross hier. Das benutze ich nur zum Schnellreißen zwischen den Gegnern. Inmitten des Kampfes brauche ich das nicht. Und mir wurde auch gesagt, dass es wirklich am besten wäre, solange man nicht T1 machen kann, in normal zu leveln und Items zu suchen. Also plus 100% Erfahrung, die man bekommt, 200% tut nicht so viel, wie es aussieht. Also ich krieg trotzdem noch genug schnell Paragon-Level Erfahrung, sozusagen. Durch die Kopfgeldaufträge natürlich. So. Also, Schwert reinlegen. Fundorte. Ah ja, einen Ring habe ich noch gefunden, genau. Der ein bisschen besser ist, aber keine Erfahrung mehr bringt. Also nur noch 140 Erfahrungs- und 26%. Hier ist die bessere Ding. Die besseren Handschuhe. Und Knochensäbel habe ich, glaube ich, nicht mehr hier drin. Nein. Ich habe sehr viele Items jetzt auf die Mulis getan. Und ja, jetzt haben wir wieder Platz. So. Dann schauen wir uns mal die Pläne gleich an. Dazu müssen wir hier oben zum Schmied. So, also Pendlers Einfluss, den habe ich doch schon. Moment kurz. Ich weiß es leider nicht, was es ist, aber ich glaube, ich habe den schon, aber vielleicht schwächer. Ich denke schon, dass ich den Schwächen noch habe. Schnellzug Pendegraster. Knochenmauer. Nö, den habe ich noch nicht. Aber der kommt mir bekannt vor. Vielleicht habe ich den als Unique schon Ding bekommen. Und jetzt noch der Helm der Herrschaft. Also der muss hier sein. Das ist ein Helm. Schauen wir mal bei Helm. Also das sind Handschuhe. Ah, das sind die. Die kenne ich. Die seien auch recht gut. Dann werde ich die mal kräften, wenn ich kann. Der Helm der Herrschaft. Oh, der sieht aber geil aus. Der sieht denn geil aus. Hat sogar noch Blockchance drauf auf einem Helm. Interessant. Also wir brauchen eben diese kleinen Dinge. Ich könnte dieses Schwert zersägen. Und weil wir keine Dexcar machen in nächster Zeit, werde ich die zwei
Vergrasen. Tut mir leid, Schwert, aber ich muss dich kaputt machen. Ich will. Was will ich jetzt? Den Helm der Herrschaft, dann haben wir weniger MF. Aber beim Ding haben wir auch weniger MF. Außer wir tragen dann den. Ja, wir machen den jetzt zuerst mal. Oh, der ist ja fett stark. Darum ist es so gut, okay. Leider sind die Bonis nicht so gut, das sind die Sekundärbonis. Eben, wir verlieren 50% Chance, aber wenn wir den Ring tragen, der ich glaube ich hier irgendwo habe. Ring. Wo ist der jetzt? Den da. Ja. Minus 1, also habe ich dann 2 Set Boni. Set 2. Wenn ich 2 trage, dann habe ich Set 3 Bonus. Okay, gut. Also jetzt machen wir einen Rift. Wie viel habe ich überhaupt? Ich schaue, dass ich beim Off-Ding, also wenn ich offline ein bisschen Items suche, immer 2 Kopfgeld als Akte mache, dann habe ich 5, je 5. Plus die Belohnungen noch dazu, also bekomme ich immer mehr über. Da können wir mehrere Rifts pro Aufnahmesessions machen. Das ist nämlich sehr toll. Und da kann ich zwischendurch auch noch ein paar Rifts machen, wenn ich Zeit habe, weil ich habe ja nicht so viel Zeit, weil ich ja eben viel vorspielen muss, auch bei anderen Spielen. Zum Beispiel bei Puff Exile tue ich momentan auch farmen. Und da muss ich manchmal noch beim neuen Projekt von Minecraft, das übrigens heute wahrscheinlich kommen wird, weil ich heute wahrscheinlich nicht mehr dieses Video hochladen kann. Also morgen werde ich es aufnehmen. Und dann kommt das und dort werde ich zwischendurch manchmal auch ein paar bisschen Sand oder so farmen. Dann habe ich viel mit Kollegen vor. Und ja, viele Kommentare muss ich jetzt eigentlich beantworten bei YouTube und ich möchte noch die Playlists aktualisieren. Alles mögliche, also es gibt sehr viel zu tun für mich und da muss ich ja noch Sport machen und schlafen muss ich ja auch manchmal. Und ja, da muss ich schauen, wie viel Zeit ich bei Diablo 3 investieren kann. Und der Livestream ist ja auch jeden Abend noch. Oh Gott. Also zumindest fast jeden Abend. Momentan ist es halt ein bisschen schlecht durch die WM. Ich möchte gerne die Spiele schauen, die um 9 Uhr beginnen. Und dann kann ich nicht noch vorne dran noch sehr viel Livestream vorbereiten, so weil es halt nicht immer richtig geht. Zum Beispiel gestern. Also von mir gestern, also am Donnerstag, hat es Probleme gemacht. Hat irgendwie ein Kollege gesagt, es steht immer wieder ab und so. Das war ein bisschen blöd. Okay, wir haben das eigentlich schon fertig. Können wir wieder reiten in die nächste Rift-Ebene. Und bei Minecraft, den möchte ich auch euch die Interaktivität sehr großzügig machen. Natürlich ist auch dieses Projekt interaktiv, also nur zu, wenn ihr irgendwas sehen wollt oder so. Dort werde ich zum Beispiel ja, eure Häuser, also eure Vorschläge bauen, Städtevorschläge und alles mögliche. Und ich habe sehr viele Mods installiert, wo Baumods sind und so. Aber das erfahrt ihr alles eigentlich an dem Tag, wo ihr es seht, wahrscheinlich werde ich auch wieder ein Dregos News machen. So. Wir haben ein Paragon Level 56, genau. Gleich.
Gleich nur Hühner geworden und dann plötzlich der Sturm. Aufschlag. Die sind hier verwirrt. So. Okay, das sind kleinere Ebenen und ich habe immer noch kein Paragon-Level dazu bekommen. Okay. Aha. Grüß Gott. Geister sind nicht willkommen hier. Die muss ich töten. Hahaha. Ihr seht, ich habe fast immer volles Deck. Also es sind wirklich nur drei. Ich habe durch eine Truhe habe ich mehrere von diesen Kugeln bekommen und es ging nicht weiter als drei. Schade. Ich hätte gern mehr gehabt. Aber das fällt einem natürlich erst auf, wenn man super stark ist, wenn normal die Gegner sehr stark schnell töten kann. Und ja. Da unten ist ein Schrein, dann gehen wir lieber hier runter. Und tun hier mal kurz den Punkt investieren. Jetzt mache ich natürlich noch mehr Schaden durch den Schrein des Machtes. Oder der Macht. Ja, und ich habe wieder Diablo 2 installiert. Nach dem Datenverlust habe ich ja einige Zeit natürlich nicht Diablo 2 und so Ding. Und jetzt werde ich mal schauen, ob es den Mod noch zum Downloaden gibt, den ich möchte. Ein anderer Back to the Hellfire Mod geht nicht irgendwie. Da muss ich schauen, was woran das liegt. Und eventuell werde ich dann Snay nochmals von vorne beginnen, weil ich habe ja die Saves nicht mehr. Das ist das Blöde, wenn man Singleplayer aufnimmt. Weil im Multiplayer leckt das zu hart. Und manchmal geht der Multiplayer auch nicht, weil ja der Server halt nicht der beste ist. Und hier werden alle one-hitted. Irgendwie macht es trotzdem Spaß, auch wenn wir keine Herausforderung haben. Weil das Spiel an sich bietet auch viel Content neben der Herausforderung, also. Das finde ich toll, dass es nicht nur auf die Herausforderung ankommt, dass es Spaß macht. Aber ich bin so ist ein Mensch, der nicht unbedingt immer Herausforderungen braucht. Ich will einfach nur spielen, ich will Spaß haben. Solange ich irgendwas habe, das mich motiviert, habe ich immer den Spaß. Und deshalb mache ich auch alles interaktiv, damit ich Herausforderungen von euch bekomme und Vorschläge über Challenges und so. Dürft ihr mir gerne auch schicken. Ich weiß jetzt nur nicht, was ich machen soll, weil entweder werde ich dann bald nochmals neu anfangen im Ladder-Modus und dort nur Challenges machen. Also seid gespannt dann. Aber ich werde natürlich hier auch weitermachen. Ich werde beides weitermachen. Der nächste. Also hier gibt es sehr viele Bosse scheinbar. Also ist mir gerade aufgefallen. So. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass mir Diablo 3 so lange jetzt schon viel Spaß macht. Es ist nicht das Superspiel und vor allem bietet es halt auch keine spielischen Herausforderungen so Sinne. Es ist halt einfach die ganze Zeit nur Arcade, irgendwie herumschlachten, Gegner töten und manchmal ein bisschen staunen oder ein bisschen die gegnerischen nervigen Gegner manchmal ein bisschen verteufeln. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so lange motiviert. Was mich eben nicht motiviert, ist, dass man halt
theoretisch keine Level-Herausforderung hat. Man bekommt halt einfach nur Level, 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 mehr nicht. Dass die Fähigkeiten nicht frei, also so extrem interaktiv sind. Sie sind sehr, ja, man kann einfach auswählen zwischen Runen und Fähigkeiten, mehr nicht. Da ist Pufferfix ja viel besser, da kann man basteln. Dann gefällt mir ja nicht das Item-System, also das Drop-System. Ich bekomme eigentlich immer wieder die gleichen Legendaries über und so weiter. Und dann halt die Schwierigkeitsgrade, die sind eigentlich nur, ja, machen wir die Gegner zäh und stärker, mehr nicht. Und das nervt halt. Und da der Charakter eigentlich immer overpowered in der Zähigkeit ist und in der Regeneration, hat man keine Probleme bei der Stärke. Also der Schaden der Monster. So, jetzt haben wir so viele Schreine hier. Plus noch einen neuen Brunnen. Es geht natürlich hier weiter, wird halt nicht weiter angezeigt, weil die Linie begrenzt ist. Aber wenn man ein neues Level erreicht, kommt natürlich hier die Ding weiter. Es wird nicht gelöscht pro Level. Und jetzt haben wir den Rift-Boss gleich zu Gesicht. Na hallo? Habt ihr Rift-Boss hier? Nicht? Dann ihr da. Ach komm schon. Grüß Gott. Braucht ihr den, bringt ihr den Rift-Boss? Ja. Er ist im Haus gespawnt. Ah, grüß Gott, der Quäler ist hier. Er quält mich. Er macht meine Let's Plays zunichte. Oh. Das kann er knicken. Meine Let's Plays bleiben gut. So. Der Quäler habe ich getötet. Also können wir wieder Items verkaufen. Wir bekommen so viele. Ah, ich habe ja noch das Ding. Okay, das vergesse ich immer wieder. Wo kann ich das gleich dann noch aufmachen? Das Würfelchen, das kann ich einfach nicht mehr merken. Okay, ein sehr guter Wappenschild, Schulterpanzer, aber eben, Ding ist besser. Vitalität nur, ne. Ah, der Templer, das Templer-Relikt. Das macht ihn stärker, zäher, dann nehme ich das mit. Weil ich werde ja switchen bald, wenn ich MF-Schilde und Schwerter gefunden habe. So. Und was kommt raus? Nur Schrott. Ah, ein Schulterpanzer kommt noch. Der sehr schwach ist. Okay, also dann behalte ich den. So. Und tue jetzt hier die restlichen Sachen, die gedroppt sind, rein. Und weiter geht's. Ess ein Snickers. Und weiter geht's. Ja, die bekommen schon fett auf die Mucke über. Fast 2000. Mehr als 2 Millionen, meine ich. Ja, grüß Gott. Bleib hier. Das sind die größten Pussy-Angsthasen. Hallo? Irgendwie fällt da immer ein Item durch die Emotionen raus und ich meine immer
Das Item droppt dann auch. Hier auch zum Beispiel. Das ist ein bisschen schlecht gemacht. Das verwirrt doch die Spieler. Hält sie auf von der Action. Und ihr haltet mich auch auf. Das geht nicht. Dann mache ich es einfach auf die extreme Art und Weise. Aha, das ist der Strahlfuhrer. Nicht das Schild, bitte. Hallo. So, weg damit. Also, hier oben haben wir zwei Gegner. Oh nein, das sind die Ding noch, die Diener. So. Was ist das jetzt? Da ist irgendwie ein Fehler drin. Hey, Blizzard, der Chat spammt herum. Was muss ich tun? Wir löschen euch den Chat einen Tag lang. Dann habt ihr ein bisschen Ruhe. Nein, ich brauche aber den Chat. Ich würde schauen, wie die Monster geheißen haben, die ich mit einem Hit gewone-hitted habe. Oh. Logisch natürlich. Oh, das ist schön. Turbulenter ist 6. Wir haben schon 6 Ebenen. Krass. Das ist jetzt mal wieder ein recht gutes Rift. Und bald kommen ja die großen, ganz großen Rift, die unendlichen. Hoffentlich sind die gut und nicht zu unfair. Gehen wir zuerst nach unten. Ha! Also wenn ich dann bessere Items habe, kann ich dann auch beim Aufnehmen natürlich auf T1 tun, aber momentan werde ich wahrscheinlich eher ablosen oder einfach nicht den richtigen Schaden machen, den es verlangt. Also scheinbar wird das groß hier, weil es sehr aufteilt, also unlinear ist. Hier geht es zwar wieder zu, aber es ist, glaube ich, einfach nicht, dass hier oben Schluss ist. Ich gehe trotzdem mal nach oben. Aha, scheinbar geht das wieder zusammen irgendwann. Okay. Ah, grüß Gott, ihr seid aber groß. Was habt ihr gemacht? Zu viel Spinat gegessen. Meine Schwester hat manchmal Probleme gehabt früher. Spinat auszusprechen, hat sie immer Spagat gesagt. Oh, oh, oh. Ganz, ganz früh. So. Und meine Cousine hat immer gesagt, Papa, Babalon. Hat immer gestottert. So. Was hatte ich für Sprachprobleme? Ah, ich konnte ganz früh, als ich 3 Jahre alt war oder so, konnte ich das R nicht rollen. Aber so richtige Sprachfehler hatte ich eigentlich nur bei großen, langen Wörtern. Aber ich kann mich an nichts irgendwie erinnern. Und sonst halt nur dialektsbedingt, also dass man zum Beispiel in Schweiz halt das CH aussprechen richtig vom Hals raus. Und sonst eigentlich fast nichts. Ich war halt auch im Deutsch sehr gut und konnte dadurch sehr viel lernen. So.
Oh, krass. Das ist immer krass. Da könnte ich irgendwas rausnehmen und dafür Stör reintun, wenn es das klappt. Okay, den nehme ich auch mit. Gut, den tun wir schon mal hier hin. Nicht hier. Hierhin, bei den weniger guten Sachen. Und jetzt werde ich hier, nicht hier, hier oben. Kurz modifizieren. Ein Ding der Unmöglichkeit. Was kann er nicht modifizieren? Seit wann können die keine Amulette modifizieren? Ah, verzaubern. Ah, die Amulette können nicht verändert werden. Modifizieren ist verändern. Also, dann schaue ich mal hier, ob es hier geht. Nein, das dachte ich mir schon. Hier auch nicht. Dann müsste ich eigentlich den kritischen Trefferchance ändern. Geht auch nicht, doch, es geht. Und ich kann den Zocker reinnehmen. Nein, ich mache das Leben weg. Und ist es nicht zu hart? Wie viel Ding haben wir Crit-Chance? Nur 10%, also dann machen wir kritische Treffchance weg. Das kann ich dann wieder reintun. Soll ich in Sockel rein? Nein, eine Sockel bringt nur 100 Stärke. Heiliger Schaden ist auch nicht interessant für uns. Blitzschaden schon eher, aber nehme ich nicht noch, natürlich. Ich will einfach nur Stärke. Ah, oh, habe ich schon keine. Das geht wieder mal gar nicht. Ich muss mehr hier kaputt machen. Wir verbrauchen so viele leider. Komm jetzt. Ich will nur Stö drauf. Ach, ich will hier rein tun. Hallo. Ja, jetzt. 533 Stärke. Nehme ich. Und jetzt haben wir 3,6 schon mehr. Gut. Dann können wir dann nachher noch auf kritische Trefferchance umswitchen. Ich weiß jetzt nicht, ob Blitzschaden mehr wäre, aber ich benutzt ja nicht unbedingt sehr oft Blitz, weil der nicht so, also der so viel Mana frisst. So. Dann machen wir jetzt nochmal so einen Rift, aber zuerst neuen Part. Ja, wäre echt gut. Also Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Bye. Dankeschön. Tschüss.